Heute sind wir in Heuchelheim, das ist direkt bei Gießen. Wir schauen uns heute das Heimatmuseum an. In diesem Heimatmuseum gibt es wahnsinnig viel. Zum Beispiel sieht man hier schon einen Schienenbus stehen. Das Heimatmuseum ist nämlich in einem alten Bahnhof drin. Da drin gibt es so allerhand Sachen wie zum Beispiel einen alten Laden, so einen Tante-Emma-Laden, wie es das früher gab. Und das schauen wir uns jetzt alles mal an. Ich sagte ja bereits, das Heimatmuseum ist in einem alten Bahnhof und bei einem Bahnhof gibt es natürlich Eisenbahnsignale. Dieser Bahnhof stellt halt die ganzen Sachen mal vor, hat noch die Namen dran, wie die heißen, Rautentafel, Blinkanlage, Bahnübergang, ist so Zeug, was man halt kennt, wenn man mal Zug fährt oder halt den Bahnübergang auch, wenn man mal Auto fährt. So, gehen wir rein. Die Öffnungszeiten sind immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Jetzt bin ich im Laden im Heimatmuseum und hier ist Werner Rinn. Hallo. Ja, der Laden ist eigentlich das Herzstück des Heuchelheimer Heimatmuseums. Es ist ein Laden aus Anfang der 50er Jahre, so wie 1950, 51 gebaut worden ist. So ging es noch früher zu, da musste man noch Flaschen mitbringen, wenn man Öl oder Essig holen wollte. Außerdem wurde alles noch in Tüten gepackt. Hier haben wir so Schubkästen, wo die Erbsen drin waren und Bohnen und Linsen und so weiter. Das wurde dann alles in Papiertüten gepackt. Das war also von der Verpackung her alles noch sehr viel freundlicher wie heute und einen großen Gegensatz zu den heutigen Supermärkten. Ja, hier haben wir die Milchwirtschaft noch, dort wurde auch Milch verkauft. Unten steht die große Milchkanne, das wurde dann gepumpt aus der Milchkanne in die Kannen, die die Leute mitgebracht haben. Ansonsten sehen wir hier auch viele Reklameschilder, die auch aus dem Anfang der 50er Jahre waren. Es war also noch eine ganz andere Zeit. Es wurde also von den Leuten eigentlich nur das gekauft, was wirklich nötig war. Zucker und Salz und das Allernötigste. Das andere wurde von den Leuten, die fast alle noch Landwirtschaft hatten, in der Regel selber erzeugt. Es wurde selber gebacken, es wurde Getreide gezogen und davon in der Mühle mahlen lassen, das Mehl wurde dann zu Brot gebacken. Das war also noch Zeit um die 1950 Nachkriegszeit, wo alles noch sehr viel ärmer und einfacher zuging. Also einfach so ein typischer Laden 50er Jahre. Aus der 50er Jahre, ja, wo die Leute noch eingekauft haben mit ihren Taschen und längst nicht so große Einkaufswagen hinausgefahren haben. Und insbesondere, es fiel weiter keine Verpackung an, es gab damals noch keine Müllabfuhr. Das war alles noch sehr viel umweltfreundlicher hier. Die Bonbons hier im Laden, die sind das Einzige, was man kaufen kann hier. Ja, das ist das, was wir hier verkaufen, was sehr beliebt ist eigentlich. Das sind die sogenannten Zuckersteine auf Blattzuckerstor. Bonbons und insbesondere begehrt sind noch die alten Himbeerbonbons, die es hier noch so gibt. Außerdem gibt es noch Malzbonbons und die Nüsse und Säuerlinge. Das ist sehr begehrt hier, insbesondere die älteren Leute, die hier zu Besuch kommen, die nehmen sie für die Enkel mit und auch viele Kinder kommen hierher, um diese alten Bonbons hier noch zu kaufen.
Hier gibt es Produkte, die gibt es schon seit vielen Jahren nicht mehr. Waschmittel aus Gießen von der Firma Möbs. Gibt es hier mehrere Waschpulver noch in den Originalpaketen. Das hier kostete 32 Pfennig, steht unten drauf. Ja, also wenn eine Tüte richtig verschlossen ist, eine Spitztüte, und dann muss man sie einfach umstülpen dürfen, ohne dass etwas herausfällt. Weil man früher mit diversen Taschen kam. Und Netzen, und der Kunde wollte ja seine Sache gut zu Hause heimbringen. Hier sind wir im Standesamt. Hier in diesem Raum werden auch noch Hochzeiten vollzogen. Schauen wir doch mal, was es hier so gibt. Hier sehen wir den Bahnhof als Modell. Links das Gleis aus dem Nachbarort Atzbach. Dann verzweigt es sich. Zwei Gleise gehen in den Bahnhof und dann weiter ins Gewerbegebiet. Eine Küche, in der fast alles gemacht wurde. Einer der ersten Eisschränke aus den 30er Jahren. Und hier wurde die Milch verarbeitet, zum Beispiel in Quark und Butter. Jede Menge Backformen. Und hier ist natürlich der lange Schieber, mit dem man das Brot aus dem Ofen holen konnte. Hier kann man Brötchenteig reinfüllen, einen Hebel betätigen und dann ist der Teig schön gleichmäßig auf die Brötchen aufgeteilt. Was habe ich denn jetzt hier auf dem Kopf? Ja, auf dem Kopf haben Sie ein ganz spezielles Kissen, von dem ich leider nicht den Namen mehr weiß. Und auf diesem Kissen wurden Kuchen bzw. Bretter mit Broten getragen. So Backbleche. So Backbleche, genau, ja. Und damit konnte man dann laufen, ohne sich den Kopf zu verbrennen. Und damit musste man laufen können. Ich habe nie einen runterfallen sehen bei den jungen oder auch älteren Damen. Die haben die alle über die Straße bis zum Backhaus. Es gab ja hier in Heugelheim 5 Backhäuser.
Und da ist meines Wissens nie einer runtergefallen. Und wenn dann mal ein Hund kam und geschnuppert hat und dann musste trotzdem die Frau elegant weitergehen können. Ja, und als Nebeneffekt hat sie damals das Gehen gelernt eines Mannequins. Sie konnte nur noch nicht wissen, was ein Mannequin ist und dass es sowas mal gibt und dass man dafür Geld bezahlen muss, um ordentlich zu gehen, am Laufsteg oder ähnlich. Ich probiere es jetzt mal aus, ob ich es hinkriege, ob es runterfällt oder nicht. Oh, das ist echt schwierig. Man muss, ja, es ist sehr wackelig, aber es funktioniert. Es. Ja, nun können Sie noch so gut balancieren, aber es ist ja nicht damit getan, dass ein Kuchenblech da oben auf den Kopf stand. Es war ja, wurde ja links und rechts auch noch eins in die Hüften gestützt und der Kuchen wurde ja auch waagrecht getan. Ja, ja, also da wird es dann schon schwieriger. Ja. Hier drinne wurde die Wäsche gewaschen. Oha, Maul- und Klauenseuche. Männer kamen ja mit 14 aus der Schule und wenn einer kräftig genug war, und dann hat er auch den Beruf des Schmieds gewählt. Und er brauchte kein Bodybuilding, das gab es ja auch damals noch nicht. Wenn er den Blasebalg zog und dann gab das schon Muckis. Ja. Aber wenn man das den ganzen Tag gemacht hat, dann weiß man abends, was man geschafft hat. So sieht's aus, genau. So sah in den 50er Jahren ein Wohnzimmer aus. Ob man auf diesem Fernseher wohl unseren Film sehen kann? Ein Tisch voll typischer Gegenstände aus den 50er Jahren. So sah eine typische Schule rund um die 50er Jahre aus. Vorne steht die Tafel und im Hintergrund hängt ein Plakat mit dem Verlauf der LAN. Das sind Plakate von Filmen, die in den 50er Jahren im Kino liefen. Ein Kinderparadies, ein ganzes Zimmer voll Spielzeug. Und hier eine Modelleisenbahn.
So sah früher eine Schneiderei aus. Einen kleinen Friseursalon kann man hier auch besichtigen. So sah eine Schusterlampe aus. Die Glaskugel wurde mit Wasser gefüllt und dann dahinter eine Kerze gestellt. Dadurch reflektierte sich das Licht und es wurde heller. Später gab es dann Petroleumlampen. Das ist Ludwig Rinn, Gründer und Geschäftsführer der ehemaligen Zigarrenfabrik Rinn und Kloß. Jede Menge alte Telefone. Ob die wohl noch alle gehen? Angeblich seien die ja unkaputtbar. Eins. Die Vorwahl von Gießen und auch von Heuchelheim. So sah es früher in einer alten Druckerei aus. Kästen mit einzelnen Buchstaben und dann verschiedene alte Druckmaschinen. So viel Geld, aber gar nichts wert. Heute wie damals. In der Zeit der Inflation waren fast alle Millionäre. Wir gehen jetzt raus, vor das Heimatmuseum. Das Heimatmuseum befindet sich in einem alten Bahnhof und davor steht noch ein Schienenbus. Heuchelheim und Kinzenbach lagen direkt an der Strecke zwischen Wetzlar und Lollar. Hier fährt aber schon lange kein Zug mehr. 1980 der letzte Personenzug und 1990 der letzte Güterzug. 1995 wurden dann die Gleise entfernt.
Das war das Heimatmuseum in Heuchelheim, was wir hier auch nochmal sehen. Hier drin ist Standesamt, das haben wir ja vorhin im Film schon gesehen. Öffnungszeiten sind immer mittwochs von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Das Ganze findet man im alten Bahnhof Heuchelheim-Kinzenbach. Es lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. Es gibt viel zu sehen, wie das früher mal so gewesen ist mit Berufen, wie man gewohnt hat, wie ein Wohnzimmer ausgesehen hat oder allein schon das Erlebnis, in diesem alten Tante-Emma-Laden Bonbons zu kaufen. Ich bin Gregor Atzbach, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!